Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das Zeitalter des Internet hat gerade erst begonnen. Doch die Zukunft ist in Gefahr, sagt Shoshana Zuboff, eine der hellsichtigsten Vordenkerinnen des World Wide Web und die erste Frau, die Professorin an der Harvard Business School wurde. Firmen wie Google, Facebook und viele andere haben ein neues Wirtschaftsmodell entwickelt, bei dem sie in einem bisher nicht dagewesenen Ausmaß Daten abgreifen. Die Gefahr geht von dem aus, was wir Big Data nennen. Ich bezeichne Big Data als Euphemismus. Ich denke, es wäre angemessener, sie Schmuggelware, Hehlerware oder Diebesgut zu nennen. Denn diese Daten werden uns durch Praktiken der Überwachung weggenommen, die wir nicht verstehen, die wir nicht kennen und denen wir nicht zugestimmt haben. Schon vor 30 Jahren veröffentlichte sie Zuboffs Gesetze, in denen sie erklärte, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Alles, was zur Überwachung dienen kann, wird zur Überwachung genutzt werden. Jetzt hat sie bei der Konferenz in Potsdam vor deutschen Medienvertretern eine Brandrede gehalten. Für eine Firma wie Google oder Facebook sind wir nicht ihre Arbeitskräfte und auch nicht ihre Kunden. Wir generieren Daten, die sie ernten. Wir sind wie Getreide auf dem Feld, Ressourcen, die geerntet werden. Firmen wie Google und Facebook greifen unsere Daten ab und verkaufen sie. Das ist ihr Geschäftsmodell. Ihre Käufer wollen unsere Verhaltensmuster erkennen, um ihre Werbung zielgenau zu platzieren. Doch das ist erst der Anfang. Was sie wirklich wollen, ist nicht nur unser Verhalten in der Vergangenheit zu kennen. Sie wollen unser Verhalten hier und jetzt kennen, um darauf Einfluss nehmen zu können, uns zu ihren Produkten zu führen und sie uns zu verkaufen. Und sie wollen unser Verhalten in der Zukunft vorhersagen können, um auch das zu beeinflussen und zu formen. Im Haushalt der Zukunft wird jedes einzelne Gerät mit dem Internet verbunden sein. Sensoren werden alle unsere Aktivitäten festhalten. Alles wird abgeschöpft, auch unsere privatesten Erfahrungen. Für Zuboff ist das eine neue Form des Kapitalismus. Ich nenne das Überwachungskapitalismus. Doch warum gelingt es den Firmen, diese neue Art des Überwachungskapitalismus zu behaupten? Das liegt vor allem daran, sagt Zuboff, dass die Firmen uns etwas geben, das wir dringend brauchen: Zugang zu Information und Teilhabe. Dabei tun sie so, als sei das alternativlos. Als müsste es so sein. Wir nehmen ihre Internetdienste in Anspruch und müssen dafür unsere Daten preisgeben. Jetzt, wo uns klar wird, wie das mit dem Überwachungskapitalismus funktioniert, sind wir schon in diesem Austausch gefangen, weil es sehr schwierig ist für uns, den Zugang zu Information und Teilhabe aufzugeben. Und wissen Sie was? Wir sollten es auch nicht müssen. Doch Zuboff ist keine Schwarzseherin. Sie glaubt fest, dass wir die Dinge noch in der Hand haben. Der Überwachungskapitalismus ist für sie nur eine mögliche Form des Informationskapitalismus. Wir stehen ganz am Anfang dessen, überhaupt zu verstehen, was passiert. Zuboff setzt alle Hoffnung in Demokratie und Bildung, und die brauchen Zeit. Wenn Bildung ins Spiel kommt und wir mehr verstehen, und wenn Demokratie ins Spiel kommt und wir unser Wissen im politischen Prozess nutzen können, dann werden wir Widerstand leisten können. Wir werden in der Lage sein, die ökonomischen, rechtlichen und sozialen Institutionen zu schaffen, die notwendig sind, um zum Überwachungskapitalismus Nein zu sagen. Say no to surveillance capitalism.
Was Zuboff hier vorstellt, ist eine Kampfansage. Es geht darum, den neuen Überwachungskapitalismus zu zähmen. Man kann nur hoffen, dass sie recht hat. Dass es gelingen kann. Denn eins macht sie unmissverständlich klar: Unsere Zukunft hängt davon ab.